Başkim Rennecke hier bei mir nach der 1-2 Niederlage hier beim KSC. Başkim, wie sehr schmerzt die Niederlage dich jetzt direkt nach Abpfiff? Ja, ist natürlich bitter. Also wir haben insbesondere zweite Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt, sage ich mal. Wir haben uns in der Halbzeit nochmal wachgerüttelt, sage ich mal, und sind dann ja trotzdem mit 0-0 ja erstmal in die Halbzeit gegangen, muss man sagen. Kommen dann raus. Machen dann ein besseres Spiel als in der ersten Halbzeit, lassen den Ball besser laufen und haben einige Dinge in der Halbzeit angesprochen, die wir dann auch gut umgesetzt haben. Kriegen dann bitter das 1-0, kommen allerdings wieder, machen dann das 1-1 und waren die spielbestimmte Mannschaft mit viel Druck nach vorne. Vielleicht nicht die zwingenden Torchancen, aber das 2-1 darf dann nicht passieren, nach einer Standardsituation. Ich weiß nicht, ob es ein Foul war, meine ich. Der Kocka Engel liegt auf dem Boden und hält sich das Gesicht. Muss man noch mal sehen, ich habe es noch nicht gesehen. Und dann ist es natürlich bitter, dass man hier nicht wenigstens einen Punkt mitnimmt aus Karlsruhe, weil der war definitiv drin und auch wäre auch verdient gewesen. So stehen wir mit leeren Händen da und aber es bringt nichts. Mund abputzen, einmal kurz schütteln und nächstes Spiel steht vor der Tür. Wir spielen zu Hause gegen Zwickau nächste Woche. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Es ist eine englische Woche mit 3 Spielen. Und wir konzentrieren uns ab morgen. Werden wir es nochmal nachbereiten, das Spiel. Und dann konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel. Bringt ja nichts. Kurz noch zu der Aktion in der 90. Minute. Der Schuss von Alba. Wie hast du es gesehen? Du hast gejubelt nach dem Schussversuch? Ja, hinter der Linie? Zumindest habe ich, bin ich fest davon ausgegangen, dass er hinter der Linie war, weil es so aussah. Ich habe es jetzt noch nicht im Video gesehen. Muss man dann gucken. Also man kann dann sicherlich dem Schiri die Schuld geben. Das wäre ja einfach. Aber wir müssen das einfach nochmal analysieren alles. Und dann ist es natürlich bitter. Wenn er hinter der Linie war, dann ist es ja total bitter. Vielen Dank, Başkim.